Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Zurück bei unseren Schweden, zurück in der frühen Bronzezeit. Und diese Zeit ist für unsere junge Zivilisation eine furchterregende. Denn an den Grenzen unserer Siedlungen sind schreckliche Barbaren-Kriegsherren aufgetaucht. Einmal hier und einmal dort. Und die sind wirklich mächtig. Sie haben Angriff 22, Verteidigung 22. Nur mal so zum Vergleich. Unsere Krieger haben 7 und 10. Ja, das ist schon furchterregend. Wie reagieren wir darauf? Hier haben wir eine Kriegsschar ausgehoben. Und ich habe mich nochmal mit dem Milizsystem befasst. Es ist so, dass wir hier in Sundsvall auf jeden Fall 2 Milizen noch dazu bekommen. Ich weiß nicht genau, wie stark die sind. Aber ich habe die Hoffnung, dass wir denen zumindest eine Runde abhalten können. Und dann habe ich... Ja, dann ist die Frage, wie machen wir weiter? Wie können wir das hier verteidigen? Also hier haben wir unsere Armee. Genau, also hier wird vermutlich ein Angriff kommen. Hier werden diese beiden Milizen dabei sein. Und ich gehe mal davon aus, auch wenn es hier nicht steht, dass wir hier auch nochmal 2 Milizen bekommen. Die werden das abwehren und dann wird die Armee, glaube ich, den besiegen können. So, hier ist ein bisschen kniffliger, aber in 2 Runden bekommen wir wieder Kulturkraft. Und damit können wir eine Armee aufstellen, nämlich eine Kriegsschar und einen Bogenschützen. Und der müsste dann in 2 Runden zumindest in der Lage sein, das zu verteidigen. Jetzt ist die Frage, reicht das aus, 2 Runden den aufzuhalten? Ich hoffe. Die kommt natürlich ja auch noch zur Hilfe. Wir werden sehen. Mehr können wir meines Erachtens jetzt im Moment nicht machen. Wir werden die Runde beenden und hoffen und beten, dass das Ganze irgendwie gut geht. Natürlich war der entscheidende Fehler, dass wir die Besonderheit dieses Zeitalters der Bronzezeit nicht berücksichtigt haben und unsere Truppen fern unserer Städte stationiert haben, sodass sie jetzt nicht helfen können. Okay, wir gucken uns das hier erstmal an. Und tatsächlich, sie kämpfen gegen 4 Milizen, die 6 Angriff, 8 Verteidigung haben und natürlich nicht viel Schaden machen, während der wahnsinnig viel Schaden macht. Aber das Ganze ist nicht so schlimm, weil die müssen ihn ja nur aufhalten. Und der kann ja nur 3-mal zuhauen. Und selbst wenn er Milizen erledigt, die müssen wir ja nicht nachbauen, die kommen dann mit der Zeit selbst, ist das alles kein Problem. Er würde ja auch erstmal die Moral runterknallen. Ja, also das war die Schlacht, das ist gut gelaufen. Jetzt sehen wir hier im Übrigen, dass die Stadt belagert wird. Das heißt, sie hat eine geringe regionale Effizienz. Ich gehe mal davon aus, das bedeutet, dass sie weniger Einkommen zu uns schickt. Außerdem sehen wir hier, dass die Milizen angeschlagen sind. Aber, wie gesagt, wir haben die Armee und die Armee kann jetzt hier hin und dürfte ihn jetzt besiegen. Ja, ein Schlag wird er machen. 22 Schaden. Aber das war's. Gut, also die Gefahr ist gebannt, zum Glück. Jetzt noch das Thema hier unten. Wir gucken mal, wie das ausgegangen ist. Hier haben wir, genau, das ist unser Kriegsschar, unser Anführer. Und 2 Milizen, weil es die kleine Siedlung ist. Ich habe die Hoffnung, dass der Anführer überlebt. Er scheint ja immer gezielt auf den zu gehen, ja. Oh. Ja, gut. Wäre eh erst auch erstmal die Moral runtergekommen. Gut. Was ich jetzt machen werde, ist, ich werde diese angeschlagene Einheit hier wegziehen, weil sie ansonsten sterben würde in der nächsten Runde. Wir kriegen zwar erst in der nächsten Runde dann auch die Verstärkung, aber diese beiden Milizen, sieht man hier an dem nicht durchgebrochenen Schild, sind bei 100%. Ja klar, sie wurden ja auch nicht angegriffen. Und er kann ja nur 3 Schläge machen. Das heißt, er kann höchstens eine Miliz quasi töten oder unschädlich machen, während die andere noch auf dem Feld bleibt. Das heißt, er kann nicht in seinem nächsten Angriff Sundsvall erobern. Das heißt, unsere Verstärkung kommt dann einfach rechtzeitig und insofern haben wir die Sache, glaube ich, hier wieder unter Kontrolle. Okay, wie beruhigend, nicht wahr? Den ziehen wir natürlich trotzdem zurück. Dann haben wir noch unseren Speer. Hier würde ich gerne mal verstehen, wo eigentlich... Ah, da haben wir noch eine unabhängige Stadt, wo eigentlich die Grenzen der Deutschen sind, die wir hier schon getroffen haben. Das weiß ich tatsächlich nicht.
Was wir uns auch überlegen müssen, was wir mit der Regierungsmacht jetzt hier als nächstes anstellen. Ob wir Örebrö dann integrieren, wenn es soweit ist. Oder ob wir lieber auf den Siedler warten. Oder ob wir lieber hier weitergehen. Und wisst ihr was? Ich glaube, ich investiere die 14 Punkte jetzt hier, weil ich mehr Verbesserungspunkte schneller haben will. Um das Gebiet hier stärker auszubauen. Wir brauchen nämlich, glaube ich, noch einmal eine Försterei. Wir müssen hier mehr Produktion haben. Wenn wir in 3 Runden eine Bevölkerung bekommen, wäre das echt hilfreich. Wir brauchen natürlich eigentlich auch mehr Einkommen, weil wenn wir jetzt noch 2 Einheiten hier ausheben, haben wir gar kein positives Einkommen mehr. Dafür müssten wir eigentlich hier die Oliven mit Plantagen bearbeiten. Wir schauen mal, ob das hier alles so geklappt hat, wie ich das prognostiziert habe. Aber ja, ist eigentlich ein No-Brainer. Brauchen wir uns nicht angucken. Er kann 3-mal zuhauen, kann höchstens eine Einheit ausnocken. Die andere bleibt am Leben und damit bleibt Sundsvall verteidigt. Ja, wir sehen es. Kampf ist zu Ende. Und das bedeutet, wir können jetzt hier die Armee aufstellen. Und das heißt 2 neue Einheiten. Und eigentlich können wir dann auch schon angreifen, ne? Und das war's. Hervorragend. Das ist ja nochmal gut ausgegangen. Sehr schön. So, du ziehst trotzdem nach unten. Du kannst hier dann zu der Armee dazukommen. Ihr ruht euch erstmal aus. Hier wäre es natürlich wichtig, dass wir das jetzt hier langsam erobern. Und ich würde sagen, aber bis dahin ruht ihr euch auch aus. Die können natürlich da vielleicht helfen, damit es schneller geht, weil in einer Runde schaffen wir das nicht. Wäre eine Möglichkeit. So, jetzt geht's weiter an die Erkundung. Arlate haben wir hier, eine unabhängige Stadt. Da sehen wir deutsche Grenzen. Mhm. Gut zu wissen. Sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht. Ja. Okay, weiter geht's. So, wir haben hier den Rat gebaut. Das bringt uns mehr Wissenspunkte. Und wir können überlegen, wie wir weitermachen. Wachturm gefällt mir ganz gut. Weil es gibt uns, also Palisadenzäune oder Wachturm. Palisadenzäune gibt uns die Mauer, ist natürlich nett. Aber Wachturm gibt uns zusätzlich noch Erkundungs-EP und außerdem Hauptstadtangriff. Das heißt, ja, der schießt wahrscheinlich der Turm auf Angreifer. Und Grenzsicht. Ich finde die Erkundungs-EP relativ attraktiv. Warum, werdet ihr bald auch noch sehen, will ich jetzt mal noch nicht verraten. Deswegen lass uns den Wachturm bauen. Als nächstes. So, hier würde ich gerne mal mit denen hier unten das Gebiet hier weiter erkunden. Weil ich möchte wissen, ob hier wirklich sicher ist. Ob man hier durchkommt oder nicht. Das ist nochmal strategisch ganz relevant zu erfahren. Ja, das... Okay, München ist das. Aber das ist doch sicher nicht die deutsche Hauptstadt, ganz offensichtlich. Wo ist die denn? Hm. Spannend. Okay, Grenzen dehnen sich dort aus. Wir wurden angegriffen und jetzt sind wir offiziell im Zeitalter der Bronze. Es ist tatsächlich so, dass wenn die erste KI-Fraktion das nächste Zeitalter erreicht, dann gelten die, ich sag mal, Grundregeln des Zeitalters schon, auch für einen selbst, aber von den besonderen Vorteilen des Zeitalters profitiert man dann erst, wenn man auch das Ganze erforscht hat. Das bedeutet, wir haben neue Domänen, nämlich Diplomatie und Ingenieurskunst. Das ist jetzt ganz wichtig. Nationalgeist-Slot ist freigeschaltet und das neue System, es gibt ein neues System Handel. Okay, und womit beginnen wir? Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal diesen Kampf an, den wir, denke ich, souverän gewinnen. Ich hoffe mal, dass... Ne, Verluste werden nicht kommen. Das sind jetzt schon erfahrene Einheiten, glaube ich, genau. Ne, die haben nur gegen diesen Einheitentypen Kampfmodifikator. Ich glaube, mit Erfahrung hat das nichts zu tun.
Das ist Erfahrung. Ja. So sieht's aus. Okay. So, das bedeutet aber auch jetzt noch mal eine Runde warten, damit ihr hier ausgeheilt seid. Ihr seid ausgeheilt. Dann würde ich sagen, geht ihr dorthin und helft hier bei dem Angriff. Warten. Und ihr setzt die Bewegung fort hier hinunter. Und wir versuchen mal herauszufinden. Ah, wisst ihr was? Ich habe noch einen anderen Plan. Nee, aber erstmal, nee, ist schon gut. Wir versuchen herauszufinden, wo das eigentliche Gebiet der Deutschen ist. Das wissen wir nämlich im Moment noch nicht. Technologie ist geschehen. Also, naja, wir sind in der Bronzezeit, haben damit neue technologische Möglichkeiten. Mhm. Wir könnten aber auch nochmal nachholen, wenn wir hier rübergehen. Gibt es ja auch noch einen einfachen Weg, darüber zu kommen. Ackerbau, 2 Runden, wäre für die Plantage und den Bauernhof nicht schlecht. Aber wisst ihr was, bevor wir das entscheiden, würde ich sagen, treffen wir jetzt die vielleicht allerwichtigste Entscheidung. Erstmal für die nächsten Jahrtausende, nämlich den Nationalgeist, den wir uns hier aussuchen. Das kann man 4-mal machen und das ist wirklich das, was eure Nation, was eure Zivilisation dann entscheidend beeinflusst. Und insofern ist das jetzt gut zu überlegen. Ich will aber jetzt tatsächlich nicht so sehr auf Min-Maxing spielen, wobei ich weiß gar nicht, ob das hier so möglich ist. Ja, natürlich ist es möglich. Es gibt sicher auch so ein paar OP-Sachen. Plünderer kriegt man ganz viele Einheiten sehr schnell. Also wenn man Krieg führen will, dann geht man in diesen Bereich logischerweise. Aber ich möchte jetzt nicht so sehr gerne Krieg führen. Diplomatie haben wir schon mal gemacht, im ersten angespielt. Das fand ich auch ganz cool. Aber Olympioniken ist nur... Es ist besonders dann sinnvoll, wenn man schon mehrere diplomatische Kontakte hat, weil man die anderen Länder zu seinen Olympischen Spielen einlädt. Haben wir aber nicht. Wir haben nur die Deutschen. Deswegen passt das auch nicht. Außerdem kennen wir das schon. Ingenieurskunst ist nicht schlecht, aber das ist nun gerade unsere große Schwäche, die Produktion. Könnte man jetzt argumentieren, okay, damit kann man die kompensieren, aber die coolen Sachen dann zu bauen wie Pyramiden wird für uns, glaube ich, hart werden. Naturalisten gefällt mir nicht so richtig, um ehrlich zu sein. Das ist übrigens das Einzige, wenn ich das richtig sehe, was noch nicht ausgewählt wurde. Da würden wir noch eine Bonusbelohnung bekommen. Aber da geht es darum, die Natur unbelassen zu lassen. Ich weiß nicht. Man will doch bauen und verbessern. Deswegen nehmen wir das auch nicht. Wilde Jäger, Buschland, Elefanten, Nahrung, ja, kann man machen. Aber ich mache etwas, was wahrscheinlich relativ unattraktiv für viele dann immer ist bei auf so Kontinentkarten, weil man doch gar nicht so viel Seefahrt unternimmt. Ich werde aber mal versuchen, Seefahrer zu nehmen. Und das bedeutet jetzt einiges in der Konsequenz. Aber erstmal, was ich spannend finde hier, das müssen wir natürlich erst freischalten, aber ihr seht es, wir schalten es mit Entdeckungspunkten frei. Schnellere Expansion auf Wasserfelder, das heißt, wir können die Fische dann dort endlich nutzen. Sichere Überfahrt, stärkere Schiffe in der Frühzeit. Dazu brauchen wir aber erstmal einen Anlegeplatz. Die Schiffe sind stärker und man bekommt gleich eine Galeere. Byblos-Boote, die Domänenkraft-Nutzschiff erstellen, kostet weniger Erkundungs-EP. -70% sogar. Wobei ich noch nicht 100% weiß, was man damit macht. Das müssen wir ausprobieren. Leuchtturm, verbesserte Anlegeplätze. Bekommt Sichtweite und Produktion, bekommen die Anlegeplätze. Erfahrene Seeleute, verbesserte Nutzschiffe, die bekommen mehr Bewegung, Verteidigung und eine Sichtweite. Purpur, da können wir Schneckenhäuser ernten und Schneckenfärber freischalten, damit kann man Geld verdienen. Fischereischiffe liefern viel mehr Nahrung. +1 sammeln, okay. Und dann, das ist das Vermächtnis, da braucht man 5 Nutzschiffe. Ich werde das auswählen und mal ausprobieren. Das bedeutet aber, dass für unsere Gesamtstrategie jetzt ein Weg vorgezeichnet ist. Und zwar werde ich jetzt nicht mich groß jetzt in die politischen Ambitionen hier im Binnenland einmischen, in die Ränkespiele, in das, was die Deutschen hier wollen. Örebro ist unser einziger Außenposten, Vorposten hier. Den werden wir zur Verteidigung dann unserer Hauptstadt auch nutzen vielleicht. Ansonsten werde ich versuchen, mich an der Küste hier entlang zu siedeln, um unsere Stärken dann optimal ausnutzen zu können. Vielleicht
Werden wir irgendwann mal eine stärkere Armee haben, um Busiris anzugreifen und zu erobern, um von hier aus dann weiter die Küste irgendwie entlang zu siedeln und zu dominieren. Das ist so ein bisschen jetzt das Konzept. Dementsprechend wählen wir auch unsere Forschung und so weiter. Und deswegen kehren wir jetzt dahin zurück. Denn für mich bedeutet das, aber warte mal, wie kriegen wir jetzt eigentlich die Anlegestelle? Wo kommt die eigentlich her? Ich gehe mal kurz hier rauf. Bauen. Einbauen. Anlegeplatz erforderlich. Anlegeplatz, ist das hier eine Behausung? Sammeln. Ist das was, was man auf dem Meer bauen muss, ne? Ja, und da haben wir natürlich die Fische. Oh Gott, das ist natürlich jetzt richtig unglücklich. Das heißt, wir können im Moment keinen Anlegeplatz bauen, weil wir keine Meerfelder besitzen. Ja, und dafür ist dann wiederum wichtig, dass wir sehr schnell das hier freischalten. Schnellere Expansion auf Wasserfelder. Dann kriegen wir nämlich die Meerfelder. Dann können wir nämlich auch einen Anlegeplatz machen und dann kommt der ganze Rest. Aus dem Grund werde ich aber trotzdem. Gibt es irgendwie einen Shortcut, um hier rüber zu bekommen? Mausrad ist irgendwie sehr umständlich. Aus dem Grund. Oder kann man hier? Wartet mal. Nee. Werde ich Schiffbau nehmen. Als erstes. Das führt dazu, dass die Erweiterung auf Wasserfälle noch schneller geht. Wir können Galeeren bauen. Wir bekommen die Domänenkraft Nutzschiff erstellen. Wir gucken mal, Nutzschiff, was macht das eigentlich? Ein Schiff, das eher für das Sammeln von Ressourcen als für die Kriegsführung konzipiert ist. Naja, wir werden sehen, was man damit machen kann. Und wir bekommen die Möglichkeit, Einheiten auf Transporter zu laden. Das ist jetzt noch nicht so entscheidend. Aber egal, wir ziehen das durch. Wir ziehen das durch. Das heißt, Erkundungs-EP ist für uns jetzt wichtig. Wie bekommen wir Erkundungs-EP? Indem wir einen Wachturm bauen. Wir können uns das hier auch nochmal angucken. Ja. Okay, da arbeiten wir dran. Insofern, das ist korrekt. Wir haben aber schon wieder 13. Das heißt, ich setze jetzt meinen Plan um, werde hier noch eine Försterei bauen. Ist ja für Schiffbau auch wichtig. Und gucken wir mal, was das bedeutet. Wir haben jetzt hier zwei. Wir haben natürlich Nahrung jetzt hier nicht so dolle. Aber ich denke, es ist gut, wenn wir die Produktion nach vorne bringen ein bisschen. Dann haben wir schneller den Turm, wir haben schneller die EP. Ja, und wenn wir dann die Fische haben, die Thunfische, dann kommen wir auch an die Nahrung. Das müsste eigentlich passen. Das ist der Plan. Das heißt, möglichst erstmal diplomatisch hier freundlich agieren mit den Deutschen. Wie stehen wir eigentlich mit denen diplomatisch? Minus 20 Siedlungen zu nah. Okay, ja klar. Aber das haben die ja dafür gesorgt, oder? So, wir versuchen hier runter nochmal das zu erforschen. Und hier versuchen wir mal herauszufinden, wo sind die deutschen Grenzen? Aber sie sind nicht sichtbar. Erstaunlich. Seid ihr jetzt einigermaßen fit? Okay, das reicht noch nicht für den Angriff. Erst in der nächsten Runde. Ja, gut. Dann brauchen wir jetzt auch noch nicht angreifen, weil in einer Runde schaffen wir das nicht. Ihr seht, Prognose unentschieden. Aus dem Grund werden wir dann einfach nochmal ausheilen. Gibt keinen Grund, das jetzt hier zu forcieren. Zu stressen. 36. Wie viel kriegen wir? Wir kriegen plus 2, ne? Ne, plus 3. Ja, also der nächste Siedler wird hier hinlaufen und da die nächste Hafenstadt gründen. Kriegsführung, Freiwillige können wir haben. Weiter geht's. Jetzt ist der Moment gekommen. Ist die Frage, mit welcher Einheit? Das ist, glaube ich, ziemlich egal. Habe ich das jetzt gerade weggeklickt? Ne, ich habe noch gar nicht angegriffen. So, der sollte. Warte mal, haben die Bogenschützen jetzt gerade auf die Palisade geschossen? Okay, das ist ja nervig. Ist das ein Zufallsfaktor? Wohin die schießen? Die können doch den einfach erledigen. Das haben wir doch schon mal gemacht. Ich glaube, es ist einfach ein Zufallsfaktor. Es gibt, glaube ich, Einheiten, die dann eine Fähigkeit haben, dass es eben nicht zufällig ist. Die schießen auch auf die Palisade. Aber wir kriegen die jetzt klein. Ja.
das war's. Und damit müsste der Sieg unser sein. Herausragende Artefakte. Die Barbaren haben in ihrem Lager hervorragend aussehende Artefakte zurückgelassen. Wir können jetzt Vermögen nehmen, sie für Geld verkaufen oder Kultur. Ja, Kultur brauchen wir im Moment nichts. Obwohl, wir wissen nicht. Ah, kann ich gucken, was ich für eine Kulturmöglichkeiten habe? Nein, kann ich nicht gucken. Schade. Ich nehme trotzdem Kultur. Kann man ja aufbewahren. Da gibt es, glaube ich, nette Sachen für uns. Kriegsführung haben wir wieder bekommen. Hier 17. Gut. So, hier sind keine Deutschen ganz offensichtlich, aber wir erkunden mal die Küstenlinie. Aber nicht so spannend. Aber es sieht ganz so aus, als ob diese ganze Halbinsel unbesiedelt ist. Das wäre perfekt, um hier Küstenstädte zu gründen. Okay, gut. Ja, hier warten wir. Oder? Was gibt's hier Neues? Wissen ist natürlich auch attraktiv. Aber ich will schon hier die nächste Siedlung mal demnächst hinbauen. Also beenden wir die Runde. Ja, wir haben dort unten übrigens rausbekommen, dass da tatsächlich das abgeriegelt ist. Das heißt, hier sind wir im Süden auf jeden Fall erstmal sicher. Aus der Wüste wird hoffentlich nichts kommen. Und hier ist die große Frage, wo sind die Deutschen? Was machen wir mit den Armeen? Ich würde sagen, eine Armee bleibt jetzt in Örebröl zur Verteidigung. Und eine andere Armee wird hier runterlaufen und dieses Lager zerstören, um den Bonus dort zu bekommen. Der ist ja relativ mächtig. Wir sind in diesem Zeitalter meines Wissens nicht in der Lage mit zwei, ich sag mal so, Basisarmeen aus der Steinzeit hier so eine unabhängige Siedlung zu erobern. Da brauchen wir bessere Armeen. Wir haben aber erstmal den Wachturm. Und das ist gut. So, jetzt haben wir keine Gebäude, die uns in Richtung Seefahrt helfen. Wir könnten die Versammlungshalle bauen. Das ermöglicht uns dann irgendwann einen Gesandten und die Möglichkeit, weitere Städte einfach zu vasalisieren. Vielleicht auch im Hinterland. Oder wir vasalisieren diese hier friedlich und haben dann auch noch eine Küstenstadt. Wäre auch eine Möglichkeit. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Ja, ich glaube, das machen wir als nächstes. 5 Runden gefällt mir. So, wir setzen nur die Bewegung fort. Hier allerdings haben wir die Hoffnung. Aber hier sind doch keine dort. Wo kommen die denn her? Nicht, dass sie doch dort im Nebel lauern. Und ich sehe gerade. Wen haben wir denn hier? Erfahrene Barbaren. Den müssen wir entgegentreten. Und die eine Einheit ist vielleicht nicht gut genug dafür. Oh, da ist ein Barbarenlager entstanden. Das gab es vorher nicht. Na gut, dann nutzen wir die Armee, um das Problem zu lösen. Aber es ist gar nicht so schlecht, weil es gibt uns ja durchaus einen interessanten Bonus. So, wir haben Erkundung 22, aber wir wollen Erkundung 25 haben, um das hier erstmal hinzubekommen. Um dann einen Anlegeplatz zu bauen. Und deswegen spare ich, glaube ich, auch die Punkte auf, würde ich sagen. Ihr marschiert weiter darunter. Wir laufen weiter durch den Wald. Entschuldigt nicht wundern, hier gab es einen kurzen Schnitt. Ich hatte ein kleines technisches Aufnahmeproblem, aber alles ist gut. Es kann weitergehen. Ja. Und wir können aber in dieser Runde, glaube ich, gar nicht mehr viel machen, außer die Runde beenden. Wir sehen im Übrigen, die Russen sind schon auf dem Weg in die Eisenzeit. Meine Güte, sind die schnell. Naja. So, setzen wir die Bewegung hier unten fort.
Wir gehen hier rüber in die Hügel. Offensichtlich greifen sie uns hier nicht an. Ganz interessant. Naja. Ich denke, wir werden aber jetzt nicht nach vorne gehen. Du bleibst hier stehen. Und ich meinte, hier ist ein deutscher Kundschafter. Hier ist eine deutsche Armee. Aber wo sind die deutschen Grenzen? Sehr, sehr merkwürdig. Aber wir haben Forschung abgeschlossen und beschleunigte Erweiterung auf Wasserfeldern. Davon profitieren wir schon jetzt. Die Frage ist, ob es sich dann lohnt, jetzt hier die Erkundungspunkte dafür auch noch auszugeben. Tja, man weiß es nicht, ne? Und wir haben diese Domänenkraft jetzt Nutzschiff erstellen. Da muss ich auch erstmal erkunden, was das bringt. So, jetzt ist die Frage, wie machen wir weiter? Also, Disziplin wäre natürlich gut, um fortschrittliche Armeen zu bekommen. Da könnte man unten erobern. Aber wir haben ja gerade den Weg des Gesandten eingeschlagen. Bergbau nutzt uns nur so halb, weil wir da, wo wir gesiedelt haben, keine wirklichen Hügel haben. In der anderen Stadt, die wir jetzt nicht integriert haben, wäre es gut. Wie sieht es aus hier? Ja, schaut mal. Ich finde, für eine Seefahrernation ist Handel doch irgendwie passend. Schalte die Fähigkeit zur Beschleunigung der Kultur durch das Ausgeben von Vermögen frei. Das ist auch ganz cool. Territorium beanspruchen. Mhm. Und man bekommt direkt einen Gesandten. Oh. Ja, das gefällt mir. Ich würde sagen, das machen wir. Wir gehen auf Beamte. Schiffbau, Diplomatie und Handel. Das passt gut zusammen. Das passt gut zusammen, ich finde. So, Erkundung. Aha, Nutzschiff erstellen. Das ist jetzt möglich. Aber ist das auch mit Kulturpunkten möglich? Nee, das ist nur mit Erkundung. Generiert ein Nutzschiff, ja. Tja, das ist natürlich jetzt eine spannende Frage. Nimmt man das jetzt fürs Nutzschiff oder für die schnellere Expansion? Die wir aber auch durch die Forschung jetzt schon haben. Andererseits könnte man sagen, doppelt hält besser. Hm. Oh, okay, wow. Damit hat sich die... das ging ja jetzt ja wirklich wahnsinnig schnell. Damit hat sich diese Frage schon mal beantwortet. Sehr, sehr, sehr gut. Ah, sehr schön. So, dann bin ich jetzt mal echt gespannt. Also, was können wir hier machen? Wir können jetzt einen Anlegeplatz bauen. Der bringt uns Vermögen sowieso, wenn er bearbeitet wird, 2 Vermögen und ein Erkundungs-EP. Wenn zum ersten Mal gebaut, gibt es sogar ein Nutzschiff, von dem wir noch nicht hundertprozentig wissen, was es bringt. Das Blöde ist auch, dass hier so ein Kanu rumhängt, dass unser Nutzschiff natürlich auch angreifen könnte. Ah, aber spannend. Die Fischerboote sind natürlich jetzt super verlockend, weil wir dort Thunfisch bekommen und unser Nahrungsproblem damit erstmal lösen können. Oh, das ist alles verlockend. Was können wir im alten Seefahrerbereich machen? 70 minus 70% Nutzschiffkosten. Man müsste wahrscheinlich als nächstes, wenn wir das gebaut haben, die Anlegestelle, müsste man ja, eine Galeere bauen. Ne? Halt, aber eine Galeere, bekamen wir nicht irgendwie kostenlos eine Galeere? Nee, ne? Das habe ich geträumt. Hier gibt es nichts Neues. Das sind die Domänen im Regierungsbereich. Wir sind immer noch im Stammestum. Friedliche Innovation ist ja auch natürlich noch was Nettes. 4 Runden für eine Galeere, ja. Das müssen wir bauen, um uns zu wehren. Insofern wird uns wahrscheinlich ein Nutzschiff jetzt im Moment noch nichts bringen. Dann gehe ich, glaube ich, lieber auf ein Fischerboot und hole mir lieber die gute Nahrung. Und baue dann als nächstes eine Galeere, damit wir uns da erstmal verteidigen können. So, mit dem Thunfisch bekommen wir halt 5 Nahrung. Super. Damit haben wir wieder 150% Nahrungsbefriedigung erzeugt. Sehr schön. Und haben dann 5 Runden Wachstum. Gut. So, hier greifen wir an.
Die werden mit dem Zeitalter, obwohl, das sind glaube ich normale Barbaren, die sind nicht, zum Glück nicht viel besser geworden. Schaut mal, jetzt schießen die über die Palisade hinweg, ne? Sehr merkwürdig. Gut, also den haben wir zumindest getötet. Palisade allerdings noch nicht kaputt gegangen. Das dann erst im nächsten Angriff. Wir haben jetzt eine riesige Ebene. Okay, da ist die deutsche Armee. Aber wo kommt sie her? Was für ein riesiges Land, ey. Riesiger Kontinent. Man hat immer ein bisschen das Gefühl, dass man irgendwas verpasst. Aber wir wissen, hier, Siedler erstellen. Das ist das nächste Spannende. Vorher muss das aber weg und das natürlich auch. Dann können wir... Oh nein, mitten im Wald. Das ist natürlich gefährlich für unseren Siedler. Aber das sollten wir mit der Armee irgendwie hinbekommen. Würde ich sagen. Runde Ben. Dann machen wir erstmal hier unseren Angriff. Gott sei Dank ist keiner nachgespawnt. So, was bekommen wir hier? Funktionelle Spielereien. Die Barbaren haben seltsam aussehende Geräte in ihrem Lager zurückgelassen. Wieder Vermögen oder Verbesserungspunkte. Hier nehme ich definitiv Verbesserungspunkte. Dann versuche ich auch hier den Angriff. Das wird, glaube ich, ein bisschen knapper ausgehen. Ja, vor allem, weil sie nicht auf die Barbaren schießen. Aber wir sehen, das ist jetzt wirklich Zufall, ne? Wobei mit besseren Einheiten, wenn ich es richtig mal gelesen habe, wird der Zufall immer mehr minimiert. Dann schießen sie halt auf die hinteren. So, aber der nächste Angriff wird schwierig werden, ne? Vielleicht müssen wir erstmal rasten oder heilen. Okay, weitere Barbaren hier. Da ein weiteres Barbarendorf, aber noch immer nicht die Grenzen der Deutschen erkennbar. So. Und ich, Depp, habe natürlich nicht beachtet, dass wir gar keine Galeere bauen können, ohne die Anlegestelle. Insofern ist es aber nicht so schlimm, weil wir jetzt die 10 Punkte bekommen haben. Da werde ich jetzt den Anlegeplatz machen. So. Und wir kriegen da dieses Boot. Und jetzt sehen wir auch, was wir mit dem Boot machen können. Güter ernten. Beginne mit der Ernte der Güter aus diesem Feld des Territoriums. Okay, Territoriumsbesitzer ist freundlich oder neutral? Ah, cool. Also man kann außerhalb des Gebietes gelegene Ressourcen abernten. Ernte beenden. Ja, verstehe. Ist aber, denke ich, zu riskant, wenn die da sind. Aber es gibt uns jetzt die Möglichkeit, hier die Galeere zu bauen. 6 Runden? Waren sie eben noch 4 Runden? Ist ja der Hammer. Ach, der hat hier irgendwas anders verteilt. Ah, der hat ihn auf den Anlegeplatz gesetzt. Ja, das ist an sich eine gute Sache. Aber will ich erstmal nicht. Wir müssen schnell unsere Galeere bekommen. Und danach, der nächste, der kommt in 4 Runden, der kann dahin. Weil dann kriegen wir noch mehr... diese EP, das ist schon schön. So, und du bleibst erstmal da. Und, ja, ich glaube, Ruf der See ist jetzt nicht mehr nötig, weil wir jetzt erstmal genug Felder haben. Nutzschiff erstellen, minus 70% Nutzschiffkosten, ist natürlich spannend. Das heißt, es kostet dann nur wahrscheinlich irgendwie 6 oder so. Das ist schon cool. Dann könnten wir einfach diese 3 hier auch noch abfischen. Und dann für richtiges Wachstum hier sorgen. Hm. Aber das macht es noch nicht sinnvoll. Warte mal. Stopp mal kurz. Wir brauchen gar keine Galeere bauen. Wir können hier einfach eine Galeere bekommen. Krass. Das machen wir.
Wir geben das hierfür aus. Eine kostenlose Galeere. Da ist sie. Haha! So. Nun könnt ihr kommen. Und dann stellen wir den Bau wieder um. Wir brauchen die Galeere nicht, sondern gehen dann auf, ich würde sagen, Arbeiterlager, um uns noch mehr Produktion hier zu bringen. Oder auf Feldlager, um bessere Einheiten zu haben. Ich glaube, dann können wir auch Upgrades machen. Aber hier kriegen wir erstmal als Ingenieurs-EP, finde ich auch ganz gut. Wir machen mal Arbeiterlager. Ja. Gut. Schön. Da haben wir ja richtig was erreicht. Schauen wir mal, wie weit wir kommen mit dieser Marine-Strategie. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Steinwallen.